Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Martha. Ich bin Großmutter, 73 Jahre, eigentlich schon Urgroßmutter. Und möchte ich heute zeigen, wie ich meine gebackenen Erdäpfelnudeln zubereite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Martha lebt in Wien und hat das Rezept von ihrer Mutter gelernt. 8 große, mehlige Kartoffeln werden 30 Minuten in Wasser weich gekocht. Die Körner im heiß geschält, da geht's am leichtern. Erdapfel rein und fest drücken. So kommt's dann raus. Die geschälten Kartoffeln werden jetzt in einer Presse zerkleinert. Es ist sehr heiß. Salzen und die Masse mit einem Ei vermengen. Jetzt kommen glattes Mehl und etwas Weizengrieß zur Masse. Alles zu einem Teig verarbeiten. Ihr seht es nur, ihr riecht es nicht, wie gut die Erdäpfel riechen. So lange Mehl dazugeben, bis der Teig nicht mehr pickig ist. Jetzt muss ich kosten. Kann man lassen. Zwei längliche Striezel aus dem Teig formen. Eine Bratform gut mit Olivenöl einfetten. Fingerdicke Stücke abschneiden und daraus längliche Nudeln formen. Die Nudeln gut im Öl wälzen und dann dicht aneinander legen. Wir wurzeln es deswegen in Öl, dass die Nudeln nicht zusammenkleben nachher, wenn man es auseinander gibt. Fertiggerichte sind bei mir nie am Tisch gekommen. Da weiß man halt nicht, wie viel Chemie man mit isst. Und ab ins Rohr, meine Lieben. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze goldbraun knusprig backen. Eine Packung Sauerrahm mit 3 Eiern verquirlen. Jetzt die goldbraunen Nudeln mit der Rahmsoße übergießen. Circa 5 Minuten weiter backen, bis die Masse gestockt ist. Also meine lieben Mädels und Buben, so schauen sie jetzt fertig aus. Und ich wünsche euch ein gutes Gelingen und noch einen besseren Appetit. Martha und ihre gebackenen Kartoffelnudeln sind fantastisch. Guten Appetit! Abonniere meinen Kanal für mehr Rezepte.